Alles klar, Leute. Heute ist der große Tag. Heute beginnt das Foodtruck Festival. Seid ihr bereit dafür? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir können loslegen. Also, dann können wir ja jetzt alles mal einpacken. Okay, die Salatköpfe, die haben wir jetzt schon mal eingepackt. Die sind auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für die Burger. Hey Marvin, kannst du die Preisliste annehmen? Die muss auch noch mit hier rein. Klar, natürlich. Einmal her damit. Tali, wir haben alles eingepackt. Wir können jetzt eigentlich losfahren. Steig ein. Alles klar. Okay, alle Leute sind an Bord und alle Zutaten haben wir eingepackt. Das heißt, wir können losfahren. Los geht's. Und da sind wir auch schon. Hier ist auch schon das große Foodtruck Festival. Uiuiui, da drüben ist ja ein Pizzaverkäufer. Da ist also die Konkurrenz. Aber ich wette, dass unsere Burger besser sind. Ah, und da ist unser Parkplatz. Da ist der Platz, wo wir unseren Stand aufbauen können. So, Leute, wir sind jetzt nun da. Hier ist unser Stand und ich würde vorschlagen, dass wir keine Zeit verlieren, damit wir rechtzeitig unseren Stand aufgebaut haben. Na, wen haben wir denn da? Die Ghostbusters! Ihr werdet denn auf diesem Foodtruck Festival keine Chance haben! Denn seit ungeschlagenen 5 Jahren bin ich jedes Mal Erster geworden! Tantje, Antje! Ich mache die besten Burger! Also, liebe Ghostbusters, ich wünsche euch viel Glück! Die war aber komisch drauf, also die war aber echt unfreundlich. Ach, Jungs, egal! Lasst uns einfach unseren Stand aufbauen und wir rocken schon das Ding! Ne, Tali? Natürlich. So Leute, die Teller sind eingeräumt. Und die Getränkehalter und die Getränkedosen, die sind auch hier. Das haben wir also alles schon mal geschafft. Jo, und die Preisliste steht auch. Und hier haben wir Ketchup und Mayonnaise im Angebot. Das wird den Kunden definitiv gefallen. Herr Newstime, Herr Newstime. Die Aufzeichnung geht los in 3, 2, 1. Action! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer großen Spezialsendung zum Foodtruck Festival in Playmobil City. Und da haben wir ein altbekanntes Gesicht. Das ist doch Stans von den Ghostbusters. Diesen Mann kennen wir doch von vielen, vielen Sendungen über die Ghostbusters. Aber, lieber Stans, was verschlägt denn einen Ghostbuster zum Foodtruck Festival? Hallo, ein Newstime. Also folgendermaßen. Ehrlich gesagt, würde ich selber hier gerne essen wollen. Aber mein Arbeitskollege, der Tully, der wollte unbedingt hier mitmachen. Und ja, jetzt machen wir hier die Monsterburger für die ganzen Gäste fertig. Na, das war doch mal eine klare Ansage von Stans. Also, ich werde mir da auf jeden Fall nachher wirklich einen Burger mal verköstigen. Darauf bin ich schon wirklich gespannt. Aber erstmal gehen wir weiter über das Gelände. Ah, und hier ist ja auch schon der nächste Stand auf diesem Foodtruck Festival. Und hier ist die Tante Antje. Hallo Antje, sag mal, was hast du Gutes im Angebot für uns? Was kannst du uns empfehlen? Hallo Herr Newstime. Also folgendermaßen, ich habe hier einmal, zu meiner Linken habe ich hier einen Regenbogenkuchen und einmal biete ich hier an Pommes mit Apfel-Zimt-Geschmack und einmal Burger mit Bratäpfel. Denn ich habe dieses Jahr das Thema Weihnachten und Fast Food. Also ich kann dir ja die Pommes empfehlen. Na, da vertraue ich mal auf deine Empfehlung, Antje. Dann nehme ich aber bitte die Pommes. Uiuiuiui, aber die Pommes sieht aber gut aus. Also die werde ich auf jeden Fall direkt essen. Uiuiui, die hat aber gut geschmeckt. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die kann ich auf jeden Fall wärmstens weiterempfehlen. Ah, und da sehen wir auch den Stand von den Ghostbusters. Das ist ja der Ghostbusters Foodtruck. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mit der Kamera zu diesem Stand gehen und mal schauen, wie es da so in der Küche abläuft. Hey Leute, da kommen die nächsten Kunden. Also Pommes in die Fritteuse und Buletten auf den Herd. Das müssen wir auf jeden Fall pünktlich alles fertig haben. Jonas, kannst du die Bestellung aufnehmen? Oh ja, das wäre wirklich gut, wenn du das machen könntest, Jonas. Ich habe nämlich jetzt noch zu tun. Also ich muss jetzt noch Getränke besorgen. Also Jonas, das machst du, okay? Okay. Hi und willkommen bei den Ghostbusters Burgers. Einmal Ihre Bestellung bitte. Hey Jonas, du Flachpfeif, erkennst du mich wieder? Ich bin Nils. Tja, das sehe ich aber gerne, dass du mich bedienen musst. Also Jonas, ich will einen Burger. Und was zu trinken, aber schnell, her damit, mach hinne. Nils, oh Mann, sei froh, dass ich hier arbeiten muss, sonst hättest du hier nichts von mir bekommen. Also hier kriegst du einen Monsterburger und einmal dein Schleimgetränk. Das sind alles zusammen 14,50 € bitte.
4,50 €? Nein, die bezahle ich nicht. Niemals. Also das, was ihr gekocht habt, das ist definitiv nicht 4,50 € wert. Das weiß ich gern sicher. Nein, ich bezahle gar nichts. Kein Cent. Ich gehe jetzt hier einfach weg. Ey, Nils, du musst bezahlen. Du kannst doch nicht einfach gehen. Marvin, sag mal was. Hey, Nils, ja, wirklich, also, das Geld nicht bezahlen, das geht gar nicht, das ist eine Straftat, ich rufe gleich die Polizei. Polizei, Diebstahl, Hilfe, Hilfe. Ich fass es nicht, da wurden mir jetzt gerade wirklich Zeuge eines Diebstahls mitten auf dem Foodtruck-Festival, aber na gut, hier geht's wirklich drunter und drüber bei dem Foodtruck-Festival. Aber nun gut, kommen wir zu einem viel wichtigeren Thema, nämlich die Preisverleihung von unserem besten Foodtruck auf diesem Festival. Wir verleihen ja immer den Preis an den besten Anbieter des leckersten Essens. Und wir haben 3 Nominierte. Da haben wir Mario, den Pizzabäcker von Pizza Blitz mit seiner besten Pizza in ganz Playmobil City. Und da haben wir zweitens Tante Antje mit ihrer leckeren Pommes. Und dann haben wir auch noch die Ghostbusters, die mit ihrem Mega-Menü den besten Burger auf dem Foodtruck-Festival angeboten haben. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nun haben wir den großen Moment der Wahrheit. Der Sieger der Preisverleihung des diesjährigen Foodtruck-Festivals ist... Herr Decker! Oh, na, da bin ich jetzt aber überrascht. Oh, da bin ich aber wirklich sehr gerührt, dass ich das hier gewonnen habe. Hey Leute, das war's leider schon wieder mit dem Video. Oben rechts könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch auf die Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!